Willkommen zu TNA, wir sind da. Ich bin Daniel. Ich bin Nadine. Und wir zeigen euch diese Woche den Vlog. Ja, wir sind nochmal bei Oma, wo heute das große Holz abgeholt wird. Für einen Arbeitskollegen. Und ja, das wird er gleich kommen. Und wir haben noch nicht gefrühstückt. Das kommt noch dazu. Sind aufgestanden. Ganz überstürzt haben wir eine Nachricht bekommen. Oh. Naja, ist unglücklich. Auf jeden Fall ist er auf dem Weg. Wir sind gerade am See. Mit der Klasse. Das sind Tretboote, die werden wir nachher bestimmt auch machen. Und wir wollen jetzt erstmal um den ganzen See laufen. Ja. Voll jetzt Maxi! Wir sind auf dem Tretboot. Ihr seid viel zu laut. Ey, soll ich mal Patricia anrufen? Ja. Und da sitzen wir eigentlich. Und weil sie ja oben sind, muss Lisa sagen, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, mein Handy fällt nicht raus. Ist auf jeden Fall schön hier. Wir bewegen uns gar nicht, oder? Bewegen wir uns? Warm. Oh, jetzt kommt das Sonne raus. Schön. Jetzt kommt die Sonne wieder, ja. Weißt du, wenn du jetzt einen Sekt trinkst hier noch oder so, wenn es bald chillig, oder? Hey, so Hochzeit, hier kannst du dich so voll vermählen. Ja, oh, wollen wir heiraten? Ja! Es sind 10 Mörder, du tötest einen davon. Wie viele Mörder sind es? 9? 9? Nein, das sind 10 Mörder. Wie viel Schütze? Ich bin wieder zu Hause und es war richtig, richtig schön. Es ist jetzt schon halb 4. Und wir waren ja mit der Klasse dort, habe ich ja ein paar Einblicke gezeigt und waren Tretboot fahren und hat unsere Lehrerin noch uns Eis spendiert. Und 14 Uhr durften wir dann gehen. Ich habe dann meine Freundin noch nach Hause gefahren. Und jetzt bin ich zu Hause und mache wieder alles so, wie es war. Weil ich habe ja alles rausgeräumt heute früh. Die ganze Badezeug. Ja. War auf jeden Fall richtig schön. Morgen ist Sportfest. Eigentlich haben wir heute, waren eigentlich dort wegen Baden. Aber das hat sich am Wochenende geändert. Wir wollten nicht baden, weil es halt ziemlich kalt ist. Jedenfalls laut Wetterbericht. Also haben wir uns alles lang angezogen und da war so richtig geiles Wetter, dass wir einfach ausgezogen haben. Und es war wirklich sehr, sehr warm. Ja, mit Lea war ich auch gerade noch mal unten. Nimm mein Mäuschen. Hm? So, Mäuschen. Hm? Ja. Aber ich mache jetzt noch ein bisschen aufräumen. Ist nicht mehr viel, weil ich habe gestern schon ein bisschen aufgeräumt. Und ja, Dani kommt in anderthalb Stunden ungefähr. Also habe ich noch genügend Zeit, um aufzuräumen. Ja, gucken, was wir danach machen. Auf jeden Fall habe ich meine Freundinnen gesagt, dass ich die Strandmuschel mitnehme ans Wasser. Und das wollten sie erst gar nicht. Oh nee, das ist so peinlich und so. Und da habe ich gedacht, ach Quatsch. Und ich habe sie dann doch mitgenommen. Und dann waren sie alle drinne und haben sich da in den Schatten gelegt. Also drinne. Ja, haben sie dann doch genossen. War doch gut, dass ich sie mitgenommen habe. Ja, aber sonst gibt es heute eigentlich nichts mehr, was ich euch sagen kann. Außer nachher noch ein bisschen vloggen, was ich so mit Daniel vielleicht noch irgendwie... Ich mache auf jeden Fall noch einen neuen Salat, wenn er wiederkommt. Melone ist noch übrig geblieben, die ich mitgenommen habe. Ja, abwaschen müsste ich nur noch, aber das war es eigentlich schon. Es ist ziemlich viel abwascht gewesen, weil wir am Wochenende nichts gemacht haben, da wir ja die ganze Zeit bei Oma waren und dort auch. Also, da haben wir halt... Ja. Genau. Das war es eigentlich so. Für jetzt. So, kann ich loslegen? Ich bin jetzt wieder zu Hause. Lea, komm! Ey! Ich sehe ein bisschen komisch aus. Wir hatten heute Sportfest und
eine Klassenkameradin hat ihren 6-jährigen Sohn mitgebracht. Der hat sich total gefreut, weil morgen ja Fußball ist. Und da hat er alle bemalt, ob wir es wollten oder nicht. Und er hat hier eine schöne Arbeit geleistet. Ich hatte schon einmal alles voll, habe ich schon alles weggemacht. Und jetzt hat er auch am Hinten, am Nacken alles nicht beschmutzt. Ja. Ich bin wieder zu Hause. Und du auch? Ja. Übrigens, ich habe hier hinten Ich habe hier hinten noch so. Ja, was hast du? Eine Deutschlandflagge, ja. Oh, der war die ganze Zeit mit diesem Bemalding da. Mhm. Und dann hat er da und da und jeden hat er angemalt. Und dann warst du froh, war er weg. Und dann kommt der hinten lang und dann so. Ich dachte so, na toll. Kann ich jetzt nicht sauber machen. Hm. Ja, es war schön. Jetzt warst du Englischkurs. Ja, und ich habe dir was dazugelernt. So ist brav. Und ich habe mein Zeugnis bekommen. Also nicht im Englischkurs, sondern in der Schule. Ja. So, Hallöchen. Wir sind wieder draußen. Und ich hoffe, wir werden feiern. Bis jetzt lief uns das DSL-Hybrid eigentlich ganz gut. Bis Montag. Und zwar hatte ich an Telekom-Techniker gedacht. Der kommt mal her und tut mal den Anschluss wechseln. Wo der Anschluss schon stand, hat er den gewechselt und jetzt haben wir erstmal keinen DSL. Da das aber Hybrid ist, können wir das trotzdem noch über LTE laufen lassen, haben dafür aber kein Telefon. Tja, jetzt warten wir, ist bis jetzt noch nicht geändert worden. Freitag haben wir einen Termin, falls bis dahin nichts ändert, steht der Termin am Freitag. Ne, mal gucken, was wird. Ja, toll, die ganze Zeit hier rum. Ne? Gefallen. Toll. Da will ich einmal Daniel überraschen. Was kommt dabei raus? Nichts Gutes. Scheiße. Ich habe 2 Stunden eher Feierabend gehabt als geplant, weil heute Fußball ist und da durfte ich dann eher gehen. Obwohl ich kein Fußball gucke. Und ich war jetzt noch schnell einkaufen, habe Nudeln gekauft für das Essen. Also wir wollten heute Nudelauflauf machen. Und scheiße. Bin jetzt gerade wieder zu Hause. Und ich sehe einfach, Daniel steht da. Und es ist scheiße. Er ist anscheinend schon da und ich wollte ihn eigentlich überraschen. Ich glaube, er sitzt noch im Auto oder er ist oben. Ich kann es leider nicht sehen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall hochgehen. Scheiße. Na toll, egal. Mann, da wollte ich dich einmal überraschen und du bist zu Hause. Jetzt schon. Ja. Nudeln? Ja. Ich habe auch schon Spinat hier raus. Toll. Das wusste ich ja nicht. Ja, ich weiß. Ja, da habe ich schon Spinat raus. Ja. Wir essen jetzt Spinat und Spaghetti. Lecker. Dann mach mal fein drauf. Alter. Warum essen wir nicht mit Stäbchen? Nein. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Und Deutschland hat verloren. Juhu. Hallöchen. Wir grillen am Wochenende. Ja. Du brauchst einkaufen, so wie man sieht. Ich habe gewartet, dass der kommt. DSL-Fuzzi? Wegen DSL. Aber er ist nicht gekommen. Ich habe eigentlich gedacht, dass du den Salat am Strand essen möchtest. Ich wollte ihn jetzt essen, ich wollte die Brötchen mitnehmen. So, wir fahren jetzt gleich zu Gotcha baden. Und am Wochenende, wie gesagt, machen wir Grillen und Kartoffelsalat. Bacon. Lecker! Es war so ziemlich kalt. Du isst gerade einen Salat. Und ich habe Ohrenschmerzen. Noch ein bisschen Buch gelesen gerade. Ich habe Ohrenschmerzen. Und nun in
genießen wir noch ein bisschen das Wetter und machen es eigentlich schon wieder fast. Wir waren vielleicht eine Stunde da, wenn überhaupt. Ja. Aber es war so schön. Ich mag es einfach hier. So am Wasser. Das mit den DSR hat nicht geklappt. So ey, stell dir mal vor, ich hätte jetzt wirklich bis 18 Uhr gewartet auf den. Der wäre nicht gekommen. Ja, dann wäre er nicht später. Was soll ich denn jetzt da machen? Nee, stell dir mal vor, wa? Naja. Ich habe eine 40 Minuten auf den gewartet. Dann habe ich gedacht, nee, jetzt gehst du einkaufen. Sonst wärst du noch später geworden. Jo. Lecker. Ich habe doch gesagt, ich will auch Ei. Hallo, wir sind's. Und wir fahren jetzt nochmal los nach Nova Ventis, denn wir wollen noch ein paar Sachen kaufen. Ja, wir sind unterwegs. Haben wir ja gesagt, dass wir nochmal zu Nova Ventis fahren. Und wir sind schon da. Ja, wir sind schon da. Du hast so lange telefoniert. Ja, und wir wollen nämlich noch ein paar Sachen kaufen für den Urlaub, da, weil der ja schon diesen Monat ist. Nächsten. Hä? Morgen ist der erste. Ja. Na, aber für die ist es ja dann diesen Monat. Also, wir fahren ja Ende des Monats in den Urlaub. Und dann brauchen wir halt noch ein paar Sachen, kurze Hosen und ein Kleidchen. Und für Lea brauchen wir noch eine größere Box. Ich meine, sie kann zwar da drinnen stehen und liegen, aber sie braucht mal was. Also, ich denke, sie braucht mal was Neues. Was Größeres. Ja. Genau, und dann will ich noch ein kleines Spielzeug holen für sie, weil wir sind ja dann auch am Strand. Und dann hat sie halt was, einen Ball oder irgend sowas, wo, was wir so werfen können, weil sie ist ja nicht so der Spielzeugliebhaber. Müssen wir mal gucken, was ihr so gefällt. Ja, aber deswegen sind wir nur bei Ventis und da müssen wir noch ein bisschen einkaufen. Achso, und heute Abend grillen wir. Ich habe meine Mama eingeladen. Und das wird auch nochmal schön. Zeig. Sieht doch gut aus. So. Hä? Ja. Das ist besser. Das ist besser. Sieht doch auch besser aus. Das steht dir besser. Was denn, steht dir das? Ja, sieht sehr schick aus. Sehr lang. Aber das ist schön. Jetzt noch die anderen Kleidchen anprobieren. Ich denke mal, dieses Kleid wird es wohl nicht werden. Trägt man das so oder so? Das ist wahrscheinlich, ja. Das sieht alles beides scheiße aus. Keine Ahnung, das ist nicht definierbar, was das sein soll. Es sieht so scheiße aus. Es sieht nicht gut aus. Ich finde es schön. Was hast du denn? Okay, dann nicht. Ja, die Träger müsste schnappen. Aber sonst sieht das sehr gut aus. So, mal mit. Ja, nochmal mit. Also ich finde das schick. Ja, nimm mal mit. Schick. So, wir haben es endlich geschafft. Man sieht es schon im Hintergrund, was wir gekauft haben. Aber das zeigen wir euch alles zu Hause. Wir fahren auf jeden Fall jetzt erstmal wieder nach Hause. Bereiten etwas vor. Und dann müsste eigentlich meine Mama schon kommen. Wir wollen noch einen Salat vorbereiten und dann möchte noch die Melone aufschneiden. Und ja, mal sehen, was dann heute noch so passiert. Ja, Lea findet es auf jeden Fall toll. Wir konnten leider nicht vloggen, weil da Musik gelaufen ist. Ja, aber sie hat sich mega gefreut über, über das Kissen, was wir reingemacht haben. Ist aber auch sehr toll geworden. Und wir haben ja einen Kauknochen gekauft. Ja, aber das zeigen wir euch auch gleich. Genau. Wir sind wieder da.
Und haben einiges gekauft noch für Lea. Ja, wir fangen einiges. Und ist das wir fangen toll. An mit der Tüte. Hier haben wir ein Knochen. Ein Riesenknochen mit da. Kannst du ihr gleich geben? Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, was hier anfangen soll. Oh, fein. Hier fein. Da hat es einiges zu tun. Ne? Bibichen? Freut sich. Bibichen? Zeig mal, wie süß. Oh, so süß. So, des Weiteren haben wir eine Box. Eine Riesenbox geholt, weil wir finden, dass sie einfach. Sie kann zwar drin stehen und drin liegen, aber es ist einfach. Ich finde ja, einfach so. Es ist geräumiger und dazu hat sie dann auch noch ja. Equipment. Also erstmal haben wir noch zusätzlich noch ein Kissen geholt, was super weich ist und was auch super reinpasst eigentlich. Ja, und es hat ja auf jeden Fall. Das Komische ist, dieses Ding hat Räder. Ja, wenn wir auch gleich nochmal dran machen. Okay, oder? Aber für was? Hä, wenn man das jetzt so schieben möchte? Das ja, aber wohin? Du stellst es hin und dann stellst es hin. Ja, aber das ist doch ein großer... Wenn ihr, das ist eigentlich für große Hunde. Denkst du, du trägst denn jedes Mal das so oder was? Mit dem Hund drin. Na gut. Auf jeden Fall gibt es hier noch zwei Näppel. Für Wasser und Futter. Die machen... Also die hängst du halt hier dran so. Dann der Preis. Das war ziemlich teuer. Und die Bedienungsanleitung. Und so sieht es halt von denen aus. Ja, sonst haben wir eigentlich mehr für den Hund jetzt nicht geholt. Was machst du? Die wissen ja das, denke ich. So, und jetzt probieren wir mal unsere Kleidung nochmal an. Ja, ganz viel gekauft. Ich will unbedingt jetzt ihren Knochen haben. Geh mal rein. Hat sie schon im Auto die ganze Zeit geschlafen? Ich habe auch ein Bildchen gemacht. Ich will ihren Knochen. Okay. Okay. Komm her jetzt. Hier. So, wir sind wieder hier und wollen mal wieder das Display wechseln. Also das Glas, Schutzglas. Weil es hat ein paar Stufen mitgenommen. Und mal sehen, wie es drunter aussieht. Ziehen wir erstmal das Glas ab, tun es reinigen. Und dann machen wir halt ein neues drauf. Neues Schutzglas. So, der Treppentest ist bestanden. Das Glas ist runter. Kein einziger Kratzer. Und kein Kratzer auf dem Display. Der Rest ist natürlich jetzt auch noch kaputt gegangen, wenn er es abzieht, aber nee. So, jetzt müssen wir es reinigen und dann das neue Glas aufsetzen. So, dann gucken wir natürlich, dass kein Staub da drauf ist. Dann setzen wir halt diese Nase an und tun den Lautsprecher abkleben. Dann tun wir noch die letzten kleinen Fussel entfernen. Wie das Fläschchen aufdrehen, bis alles draußen ist. Nimm das wieder ab. Legen es zur Seite. Und nimm dann das Schutzglas, was man drauf liegt. So, dann haben wir das Plättchen rausgezogen, damit das Glas dann drauf fällt und sich von alleine verteilt. So, dann warten wir, bis halt alles sich schön verteilt hat von alleine. Können dann das oberste abnehmen. Und nehmen dann den UV-Strahler. Gucken wir mal, ob alles okay ist. Okay. Machen wir den dann halt an. Und der geht dann immer alle paar Minuten aus und dann setzen wir das weiter fort bis runter und dann ist das trocken und kann wieder voll genutzt werden. Ganz einfach. So, dann nehme ich das halt immer noch mal raus und nehme dann immer noch mit der Nagel
Naja, auch nur Vorlicht. Da aber halt ein bisschen sich besser verteilt. Und dann lasse ich das nochmal drin. Oben sowie unten. Und dann ist es fertig. Alles weg. Schick, sauber. Es wäre nie was gewesen. Ja, du darfst. Bei uns gibt es jetzt Essen. Mhm. Lecker, du hast schön gegrillt. Mhm. Bin noch dabei. Ja. Und bei uns gibt es Steak und Bratwürstchen. Und Salat. Ist noch eins. Und ein Salat. Huch. Okay. Ja, von mir. Bin happy. Und heute Abend kommt Fußball und das werden wir auch zusammen gucken. Was macht ihr? Ihr seid zu dritt. Okay. Du wolltest es schön mit Licht. Ja. So. Du bist schön erleuchtet. Mhm. So, das war unser Abend. Wir haben Fußball geguckt. Ja. Was war's? Uruguay gegen Portugal. Portugal. Ach, ja. Genau. Und es war 2-1. Echt? Ja. Ich habe nicht wirklich nebenbei geguckt. Ich habe gezockt. Und dein Akku lädt nicht? Oder lädt doch? Keine Ahnung. Sehr gut. Ich glaube nicht. Licht. Nee, lädt nicht. Okay. jetzt gucken wir noch eine Serie, der zeigt, wie das jetzt hier zusammengeschnitten wird. Ja, es war eigentlich eine schöne Woche. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch. Ich gucke genau rein.